بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما اللهم علمنا ينفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بإذن الله تنبو العربية بين يديك، الوحدة الثالثة مودول دغاي، السكن Das Wohnen oder die Wohnung, الدرس الثالث والعشرون، Lektion 23. Und es gibt eine Person, Barakallahu fi, der die Frage gestellt hat, warum die Monate im islamischen Kalender so gesagt worden sind oder so genannt worden sind. Und dazu habe ich auch wirklich was dazugelernt diesmal, weil ich dann das nachschauen musste. Und zwar, Al-Muharram, also der erste Monat, ist Al-Muharram. Natürlich, man muss wissen, dass früher in der Jahiliyyah-Zeit die Monate anders hießen. Und in der islamischen Zeit dann eben anders. Und jetzt in den arabischen Ländern wieder anders. Aber trotzdem benutzt man immer noch die islamischen Monate. Der erste Monat ist Muharram. Muharram kommt auch natürlich von Haram, also verboten. Und an diesem Monat kommen die Menschen von dem Hajj, weil der 12. Monat, der davor, die Leute zum Hajj gehen. Und dann kommen sie eben von dort zurück. Und er ist einer von diesen Monaten, die haram sind. Also die haram sind dort zu kämpfen zum Beispiel. Und es gibt eben vier Monate. Dhul-Qi'adah, Dhul-Hijjah, der 11. und 12. Und dann der erste Monat, Muharram und Rajab. So. Dann kommt der zweite, Shahru Safar, der zweite Monat. Und er wurde so genannt, weil die Leute ihre Häuser und ihre Stadt verlassen, um nach Rizq, um nach Güte zu suchen und nach Essen zu suchen. Nachdem der Monat Al-Haram, yani Muharram, oder die vier Monate eben, wo man nicht gekämpft hat, nach Essen sucht. Und sie sind auch gereist. Also dort haben sie angefangen, sich zu bewegen, vor der Hitze, Harru Saif, vor dem Sommer, von der Hitze des Sommers. Dann eben Rabi' al-Awwal und Rabi' al-Thani, der erste Frühling und der zweite Frühling. Rabia heißt Frühling. Warum? Weil eben dort eben diese Saison des Frühlings gesehen wird. Und dann eben Jamad al-Awwal und Jamad al-Thani. Weil in der Zeit, wo man diese zwei Monate dann eben benannt hat, war es kalt. Also Faslu Shita, der Wintersemester oder der Winter. Die Wintersaison, wenn man das sagen kann. Und das Wasser ist dann eben eingefroren. Jetzt Rajab, weil es Al-Azama bedeutet, Gewaltigkeit, die Erhabenheit. Und es ist eben auch wirklich ein gewaltiger Monat, weil man an dem Tag oder an dem Monat nicht kämpfen darf. Dann eben Schaban. In diesem Monat haben sie sich getrennt oder geteilt, um zu kämpfen. كانوا يتفرقون إلى قبائل للحرب والقتال بعد الأشهر الحرم. Nachdem sie eben nicht gekämpft haben, haben sie in diesem Monat eben gekämpft. Ramadan dann eben. Und das kommt eben von Ramda. Und das ist eben diese Zeit, wo es sehr heiß ist. Und dann eben Shawwal. Und Shawwal ist dann eben der Monat, wo man Eid hat, sein Fest hat. Haythu tatashawwal al-Ibl, wenn ich das so richtig lesen konnte. Und tatashawwal sozusagen bedeutet tenqus labanuha, also ihre Milch der Kühe wird weniger, weil man an dem Monat eben mehr isst.
ذو القعدة. القعدة kommt von قعدة, sitzen. Und die Muslime haben dann eben dort gesessen, also sie haben aufgehört zu reisen und zu kämpfen. Und dann eben Dhul Hijjah, Hijjah von Hajj, weil es eben der Monat ist, wo die Menschen zum Hajj sind. Das sind eben die 12 Monate. Fangen wir jetzt mit unserem Unterricht an. At-Tarkib al-Nahwiyya, die grammatikalischen Kombinationen, Zusammenfügungen. Und wir haben schon öfters gesagt, dass die Grammatik sich in zwei teilt. Nahu und Sarf. Nahu hat sich mit dem, oder beschäftigt sich mit dem Satz. Und Sarf eben mit dem Wort alleine. At-Tadribul Awwal. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال, der Beispiel, هل تسكن في بيت؟ Lebst du in einem Haus? هل ist ein Wort, was im Deutschen nicht vorhanden ist. Im Deutschen benutzt man einfach den Verb am Anfang, damit man die Frage stellt. Aber im Arabischen, damit man eine Frage stellt, braucht man ein eigenes Wort. Und das ist eben هل. Es gibt noch andere, aber es reicht, dass wir jetzt hell nur wissen. Hell teskunu fi beiten? Naam, eskunu fi beiten. Ja, ich wohne in einem Haus. Jetzt müssen wir das Gleiche mit den anderen Wörtern, die unten sind, auch machen. Natürlich könnt ihr hier eine Pause machen zum Beispiel, es selber sagen und dann gucken, ob ich das auch so gesagt habe oder sagen werde. Hell teskunu fi shaqqatin? Naam, eskunu fi shaqqatin. Einige werden sich vielleicht fragen, warum habe ich jetzt Shaqqatin gesagt und nicht Shaqqatan oder Shaqqatun? Weil fi eine Präposition ist, in. Und jedes Wort, was nach der Präposition kommt, bekommt als Zeichen, dass es eben der Name von der Präposition ist, Kesra. Jetzt sagt man, aber der hat gar keinen Kesra bekommen, der hat einen Tanwin-Kesra bekommen. Ja. Warum? Weil er unbestimmt ist. Wenn er unbestimmt ist, bekommt er Tanwin Kesra, also in. Wenn er aber bestimmt ist, Fischakati zum Beispiel, dann bekommt er nur ein Kesra. At-Tali, der nächste. Hayyul Jami'a, Viertel der Universität. Hel taskunu fi Hayyil Jami'a? Naam, eskunu fi Hayyil Jami'a. Hayyil Matar, der Viertel der Flughafen. Des Flughafen. هل تسكن في حي المطار? نعم, أسكن في حي المطار. Und bei haben wir schon. نذهب إلى الأسفل. Wir gehen runter. التدريب الثاني. هات جملا كما في المثال. Gib Sätze wie in dem Beispiel. المثال, أريد شقة من فضلك. أريد شقة من فضلك. أريد, ich will. أنا أريد. شقة, Wohnung. من فضلك, bitte. Jetzt sagt man, warum jetzt hier wieder شقة, nicht شقة oder شقة. Weil شقة hier akkusativ ist. أنا أريد ماذا شقة. Was möchtest du? Eine Wohnung. Akkusativ. Genauso hier die Wörter unten. كذلك, auch so. أريد ثلاجة من فضلك. Kühlschrank. سجادة, Teppich. أريد سجادة من فضلك. ستارة, Vorhang. أريد ستارة من فضلك. مرآة, Spiegel. أريد مرآة من فضلك. أريكة, صوفة. أريد أريكة من فضلك. نذهب إلى الصفحة التالية. Begin zur nächsten Seite. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال, Beispiel. هل تسكن في بيت؟ Lebst du in einem Haus?
Jetzt hier die Negation. La eskunu fi shaqqatin. La, dann stoppt man ein bisschen. Eskunu fi shaqqatin. Weil, wenn man nicht stoppt, dann hört es sich so wie, ich wohne nicht in einer Wohnung. Also man fragt, wohnst du in einem Haus? Und ich antworte dann, ich wohne nicht in einer Wohnung. Das ist genauso wie, willst du so und so? Und dann sagt man, la barakallahu fik. Wenn man das zusammen macht, ist es sehr gefährlich, weil man sagt dann eben, möge dir Allah nicht die Baraka geben, nicht belohnen. Deswegen muss man la stoppen und barakallahu fik sagen. Das Bessere wäre, wenn man sagt la wa barakallahu fik, damit man das stoppen kann. Nein, und möge dir Allah belohnen oder möge dich Allah belohnen. Hal taskunu fi baytin? La. أسكن في شقتي. الآن هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيت. هل تسكن في مكة؟ لا أسكن في المدينة. بيتامشون حي. هل تسكن في حي الجامعة؟ لا أسكن في حي المطار. هل تسكن في المدينة؟ لا أسكن في مكة. يقول صلى الله عز وجل uns die Kraft geben und die Möglichkeit geben, dass wir in Medina und Mekka sehen können und besuchen können. نذهب إلى التدريب الرابع. التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ Was möchtest du für den Schlafzimmer? لي für غرفة Zimmer نوم Schlaf. أريد ستارة. Ich möchte ein Vorhang. Jetzt hier, الآن هنا. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة. مطبخ فكشة، ثلاجة كولشانك. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا. Ich möchte ein Bett. ماذا تريد للحمام؟ Was möchtest du für die Toilette؟ أريد سخانا einen Boiler. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Was möchtest du für den Wohnzimmer? أريد سجادة. Ich möchte einen Teppich. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Was möchtest du für das Wohnzimmer? أريد أريكة. Ich möchte einen Sessel. ماذا تريد للمطبخ؟ Was möchtest du für die Küche? Uridu Furnen. Furn ist eben der Ofen. هكذا ننتقل إلى الصفحة التالية. التدريب الخامس. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال كم غرفة؟ في الشقة كم بفيل غرفة سما أزميغة سما غرفة أصو بفيل سما أوكي كم غرفة في الشقة بفيل سما gibt es in der Wohnung. في الشقة خمس غرف غرف ist Mehrzahl fünf Zimmer in einer in der Wohnung. في أي دور في أي دور الشقة؟ في أي دور الشقة؟ دور ist Etage. In welcher Etage ist die Wohnung؟ في الدور الخامس. في الدور الخامس. In der fünften Etage. Jetzt hier. أربع غرف und الدور الرابع. Vier Zimmer und in der vierten Etage. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة
أربع غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الرابع. أوكي. ثلاثة غرف، الدور الثالث. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة ثلاث غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الثالث. فزوخت wenn ich das sage, mit mir zu sagen. خمس غرف، الدور الثاني. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الثاني. كم غرفة في الشقة؟ في الغرفة أو في الشقة أربع غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الأول. نذهب إلى الأسفل. التدريب السادس. هات جملا كما في المثالين. كيب بايشبيل ولا زاتسا مي إن بايدن بايشبيل. المثال الأول أست بايشبيل. لدينا شقة جميلة. Wir haben eine schöne Wohnung. لدينا wir haben شقة جميلة. المثال الثاني. لدينا بيت جميل. لدينا بيت جميل. Wir haben ein schönes Haus. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Schakka, Beit. Schakka, Beit. Jamilatun, Jamilun. Jamilatun, Muannas, Muannas, weiblich. Jamilun, Muzakkar, männlich. Das bedeutet, wir müssen gucken, was weiblich ist und was männlich ist. Wie können wir das unterscheiden? Ta, Marbuta. Es gibt drei Anzeichen. Tal marbuta oder dass am Ende Elif und dann Hemse ist, wie Sahara, Hamra. Das ist alles weiblich. Oder Elif maqsura. Es gibt Elif memduda, ein ganz normaler Elif, und Elif maqsura, der wie ein Ja aussieht, aber keine Punkte. Natürlich im Koran sieht es anders aus. Im Koran ist es ein Ja, der keinen Punkt hat. Ganz normaler Ja. Aber im eigentlichen Arabisch, derjenige, der keine Punkte hat, ist Elif Maqsura. Derjenige, der Punkte hat, ist ein ganz normaler Ja. Durch diese drei Zeichen kann man merken, dass die weiblich sind. Asas, Möbel. Ladeina Asasun Jamilun. Sajjala. لدينا سجادة جميلة. أريكة. لدينا أريكة جميلة. سخان. لدينا سخان جميل. فرن. لدينا فرن جميل. غرفة. لدينا غرفة جميلة. So. Und hier natürlich noch die ganzen Kombinationen auf einmal. Wie zum Beispiel أريد ستارة. Ich möchte einen Vorhang. أريد أريكة. Ich möchte ein Sofa. أريد ثلاجة. Ich möchte einen Kühlschrank. أريد مرآة. Ich möchte einen Spiegel. Und nicht مرآة. Eine Frau. Uridu Furnen. Ich möchte einen Ofen. Uridu Sachanen. Ich möchte einen Boiler. Hel teskunu fi Beitin. Wohnst du in einem Haus? Fi Shakkatin. In einer Wohnung. Fi Hayyil Matar. In dem Flughafenviertel. Fi Hayyil Jami'a. In der Universität. In dem Universitätsviertel. Naam. أسكن في بيت. Ja, ich wohne in einem Haus. في شقة.
in einer Wohnung. Oder zum Beispiel, la eskunu, ich wohne nicht, fi hayy al-matar, in dem Flughafenviertel, fi hayy al-jami'a, in der Universitätsviertel oder in dem Universitätsviertel. أربعة في شقتي في الشقة ثلاث غرف. In der Wohnung gibt es drei Zimmer. في الشقة أربع غرف. Vier Zimmer. في الشقة خمس غرف. Fünf Zimmer. خمسة أريد شقة من فضلك. Ich möchte eine Wohnung bitte. أريد ستارة. Ich möchte einen Vorhang. أريد أريكة. أريد أريكة. Ich möchte einen Sofa oder Sessel. أريد ثلاجة. Ich möchte einen Kühlschrank. أريد سجادة. Ich möchte einen Teppich. الشقة في الدور الأول. Die Wohnung ist im erst in der ersten Etage. Und hier kann man dieses erste und zweite merken. Awwal, thani, zweite, thalith, dritte, rabi', vierte, khamis, fünfte. Sab'a. Kam ghurfatan fi ash-shaqqa? Wie viele Zimmer gibt es in der Wohnung? Kam sitaratan fi ash-shaqqa? Wie viele Vorhänge? Kam hammaman? Wie viele Toiletten? Kam sajjadatan? Wie viele Teppiche? Kam thalajatan? Wie viele Kühlschränke? Thamania. Ladaina baytun jamilun. Wir haben ein schönes Haus. Natürlich, hier merkt ihr, die Eigenschaft ist immer am Ende. Davor. Schönes Haus. Ein Haus, das schön ist, zum Beispiel. Oder, ja, ist schwer zu übersetzen. Aber man soll sich merken eben, dass der Adjektiv nicht vor dem Namen ist, sondern nach dem Namen ist. Und immer so gleich. Unbestimmt mit unbestimmt. Bestimmt mit bestimmt. Weiblich mit weiblich. Männlich mit männlich. Dual, dual. Plural, plural. Ladeine furnun jamilun. Wir haben einen schönen Ofen. Ladeine sachanun jamilun. Wir haben einen schönen Boiler. Deshalb. Ladeine shaqqatun jamilatun. Wir haben eine schöne Wohnung. لدينا سجادة جميلة. Wir haben einen schönen Teppich. لدينا غرفة جميلة. Wir haben ein schönes Zimmer. عشرة. في أي دور الشقة؟ In welcher Etage ist die Wohnung? في أي غرفة الثلاجة؟ In welchem Zimmer ist der Kühlschrank? في أي بيت الغرفة؟ In welchem Haus ist das Zimmer? Okay. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.